damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Plays Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier auf meinem Kanal. Wir sind auf der PlayStation 5, endlich, seit einiger Zeit am Start und sollen einen Kobold aufficken. Na denn, machen wir das doch mal. Hallo? Aufwachen. Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wäre sinnvoll, ne? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Glück liegt doch vor uns. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Da sind wir. So, wir sollen immer noch dem guten Professor Fig folgen. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Thank you.
Die Frage ist ja, was verbirgt sich da drin, ne? Vielen Dank für Ihre Hilfe. So. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Na toll. Das war jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Ach so. Warte, halte Zauberstab mit der festen Bewegung entlang des Pfades Symbol von Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung Zauberstabs entlang des Pfades Symbol zu beschleunigen. Okay. Gelernt. Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach alles, ne? So, wirke, Velio. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Perfekt, da. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Na denn, machen wir das. Aber was, die Frage, was ist das überhaupt für ein Symbol? Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit... verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Das ist es halt, ne? Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Klar, Captain und Lockbots auch nicht. Zumindest nicht so ohne weiteres. Ich glaube, Dumbledore im vorletzten Teil konnte es. Oder am letzten. Diesmal auf dem Boden. Sölle ist das? Kommen wir da so ohne weiteres ran? Entscheide dich, wie du weiter vorangehen willst. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Das ist es halt, ne? Sind wir das? Könnte, ne? Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Naja, klar. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist doch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Und so sollten wir es vielleicht mal machen. Lumos gelernt. Du hast Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch deinem Zauberset hinzugefügt wird. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs, damit du in dunklen Bereichen besser sehen kannst.
Halte R2 gedrückt und drücke auf Dreieck, um Lumos zu wirken oder zu löschen. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Okay. Ich glaube, wir dürfen jetzt kämpfen, oder? Hilft das hier Gott zu tun. So. Aber die auch weg. Okay. Aber die Aufgabe erledigt. Müssen wir jetzt lang? Da. Professor! Professor Fick! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Lumos. Der Mann, wo ist denn der? Wohin soll ich nur gehen? Das ist eine gute Frage. Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Da lang oder was? Könnte natürlich, ne? Dann gehen wir auch mal da lang. Da ist auf jeden Fall ein Durchgang. Ah, dorthin führen sie mich. Es leuchten wieder. Dann machen wir das doch mal. Aktivieren die Statuen. Gut, das machen wir mal glatt. Mit der 2 und Lumos. Ich bin Lumos. Ach, wirklich. Value. Auf mich allein gestellt. Okay. Lumos. Gut. Lumos. Dann lassen wir die Jungs mal aufstehen. Vor ihre Spiegelbilder schieben. Achso, wir müssen sie erstmal komplett aktivieren. Der ist. Und jetzt müssen wir den letzten noch aktivieren. So, jetzt haben wir sie aktiviert. Ach nee. Muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen. Lumos. Warte mal kurz. Warte, 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 warte. Warte mal. Jetzt muss ich überlegen, wir machen was. Ah, wir stellen es einfach in die Mitte. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Wo muss ich sein, damit alle gleichzeitig zum Stehen kommen? Der ist schon mal weg. Der auch. Jeez.
So, das haben wir auch geschafft, die Aufgaben. Halte Dreieck während gedrückt. Halte Dreieck während Protego gedrückt, um Gegner mit dem Superkotter zu betäuben. Betäubt die Gegner, die Messer Schaden, die durch goldene Zahlen angezeigt werden. Nur gut, bisher haben wir es auch nicht gut gekriegt. Und noch mehr. So. Ich muss ja gerade, kommst du dir raus aus der Nummer? Boah. So, der ist auch weg. Scheiße. So, ist der Weg frei? Natürlich nicht. Okay, wir sind tatsächlich das erste Mal gestorben. Deine Reise ist beendet? Lass mich raten, ich darf jetzt gar nicht mehr. Ich muss jetzt alles nochmal neu machen. Muss ich denn da lang? Kann ich da nicht irgendwie raus? Ja, ich würde ja gerne. Bitte, was? Warum? Ey? Halte dein Ziel gedrückt, um deinen Weg nach vorne zu. Also deinen Weg nach vorne zu offenbaren. Warte mal, ich muss kurz Moment warten.
Wo muss ich denn da hin? So, Feierabend oder muss ich jetzt auch noch weitermachen? Jetzt ist Feierabend, okay. Gut, okay, ich muss jetzt mal die Aufgabe lösen, damit ich das überhaupt so weit auf den Schirm habe. So, jetzt gehen wir mal kurz Lumos machen, damit wir hier ein bisschen rauskommen aus der Nummer. Ist das hier richtig hier? Scheinbar. Oder? So. Zumindest ist da irgendwie wieder was zum Untersuchen oder was? Aber hier ist irgendwas zum Untersuchen. So, dann gucken wir mal. Wir müssen weiter durch, oder was? Jo. So, dann haben wir hier nochmal was zum Untersuchen. Das machen wir doch mal glatt. Sie ja. Wie haben Sie? Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Das kennen wir ja auch aus den Harry Potter Filmen, das Ding. Mal sehen. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Ihr Vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier?
Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Upsi. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Ich glaube, die haben es mehr oder weniger mit dem ersten Boss zu tun jetzt. Oder? Badum. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Hogwarts Legacy. Jo.